Moin zusammen, bevor wir jetzt gleich in die News starten, würde mich interessieren, was euch diese Woche am Spielemarkt am meisten abholt. Denn wir haben einige Sachen, die diese Woche rauskommen, sei es Dragon's Dogma 2, was viel gefeiert wird, aber was auf dem Steam Deck vermutlich nicht laufen wird. Gerüchteweise sind es einfach so um die 15 FPS. Dann das neue Spiel von Team Ninja, Rise of the Ronin, kommt diese Woche raus, scheint auch ganz gut bewertet zu sein und ist eine Mischung aus Nioh und einem japanischen Historiendrama, auch super interessant. Und Horizon Forbidden West gibt es jetzt auch auf dem PC und das Ganze scheint auch ein sehr erfolgreicher Port gewesen zu sein. Spielt ihr eins von denen, holt euch das alles gar nicht ab, spielt ihr was ganz anderes. Ich persönlich habe mir gerade was viel kleineres geholt und zwar ist es Risk of Rain Returns, weil am Wochenende ein bisschen 4-Player-Couch-Koop-Action ansteht und da eignet sich das Spiel hervorragend. Also, was zockt ihr gerade? Interessiert mich. Lasst mir einen Kommentar da. Wir fangen an mit einer positiven Nachricht, nachdem es die letzten Wochen halt immer wieder negative Nachrichten gegeben hat. Und zwar hat sich Saber Interactive losgesagt von Embracer. Die haben sich mehr oder weniger freigekauft. Saber Interactive ist ein AA-Publisher-Entwickler gewesen in der Vergangenheit, die einige Kleinstspiele gemacht haben am Start. Ich glaube, angefangen haben die mit einem Spiel, das nennt sich Will West. Ist okay. Und mittlerweile sind sie verkauft worden oder haben sich freigekauft für $500 Millionen. Also richtig viel Cooles da reingegangen. Und die sind nicht alleine gegangen. Die haben eine Menge Entwickler mitgenommen aus der Embracer Group. Denn, wie wir in den vergangenen Wochen schon etabliert haben, Embracer geht's nicht gut. Die Firma hat auf eine riesen Finanzspritze aus Saudi-Arabien spekuliert. 2 Milliarden, die hat sie nicht bekommen. Seitdem ist es für die schwer genug, das Licht anzuhalten, geschweige denn vernünftige Investitionen im Spiel, Videospiel-Business vorzunehmen. Die haben im Vorfeld alles reingeschaufelt, was am Markt an AA-Entwicklern verfügbar war und waren dabei, ein Mega-Publisher zu werden, aber hatten halt überhaupt keinen Finanzplan und mussten deswegen Leute feuern, haben Studios geschlossen, legendäre Dinger dabei. Also eigentlich super traurig mit anzusehen. Deswegen ist es cool, dass wir an der Stelle endlich mal eine positive Nachricht haben, was Embracer angeht. Also nicht direkt Embracer, sondern in diesem Fall Saber. Saber, das Ganze wurde verkauft irgendwie als Marketing-Ding, dass Embracer sich jetzt komplett aus dem russischen Markt zurückzieht. Allerdings auch aus anderen. Da waren noch Studios dabei, die in Südamerika, in Afrika, in Südostasien operieren. Und auch die sind alle mit in dem Saber-Deal enthalten. Angepriesen wird es gerade auch als Deal, der für $250 Millionen abgehandelt wurde. Aber Jason Schreier von Bloomberg, der hat seine Nase richtig tief in den meisten Nachrichten drin, hat verkündet, es sind doch 500 Millionen, weil da schon einige Optionen drin sind in dem Vertrag, die erst später zum Tragen kommen, aber die bereits jetzt vertraglich mit abgehandelt wurden. Also 500 Millionen für Saber Interactive. Was geht alles mit? Das ist eine ganz spannende Sache, denn Saber Interactive ist von einem Entwickler zu einem Publisher geworden und sind jetzt auch kein kleiner Publisher, denn da sind einige Studios mit dabei. Einmal Digit, Fractured Byte, Mad Hat Games, New World Interactive, Nimble Giant, Saber Interactive selber, Sandbox Strategies, Slipgate und zum Beispiel auch 3D Realms, die Entwickler von den Duke Nukem-Teilen oder Battle Realms zum Beispiel, die in letzter Zeit auch einige richtig gute Boomer-Shooter am Start hatten und die auch demnächst einen am Start haben, der noch rauskommen wird. Dabei ist unter anderem, soweit ich das mitbekommen habe, auch der Metro-Entwickler zum Beispiel, auch wenn die Metro-Lizenz selber bei Embracer geblieben ist. Das ist soweit eigentlich eine richtig gute Nachricht, denn man muss abwarten, was das jetzt am Ende heißt. Können die erfolgreiche Spiele rausbringen oder werden die Studios dann auch bei Saber Interactive am Ende geschlossen? Ist denen nicht zu wünschen. Ich hoffe, denen ein wenig mehr Lebenszeit, zusteht, als sie die bei Embracer gehabt hätten am Ende. Das Ganze ist ein bisschen tricky, denn die Finanzspritze, die an dieser Stelle geflossen ist, also diese 500 Millionen, kommen ja nicht von ungefähr, sind ein bisschen weird,
ich habe mich da versucht, ein bisschen einzulesen, so richtig, ne, nimmt das alles ohne Gewähr an der Stelle. Der Gründer von Saber Interactive, dem Entwicklerstudio, hat, nachdem Saber Interactive von Embracer geschluckt wurde, sich entsprechend hochgearbeitet, bis er, ich glaube, letzten November oder so, der Finanzboss von Embracer geworden ist. Hat dann entschieden, ich trete zurück, hat die Firma verlassen, nachdem er quasi das Ganze einmal begutachtet hat und kommt jetzt als Finanzspritze von außen wieder rein, um von Embracer diese Studios abzukaufen. Scheint alles super legal gelaufen zu sein, kommt mir persönlich trotzdem ein bisschen weird vor, dass jemand, der da die komplette Finanzeinsicht gehabt hat, einfach gesagt hat, wisst ihr was, ich nehme die. Ja, und wo er das Geld her hat, auch keine Ahnung. Dieses Konglomerat, was das jetzt aufgekauft hat oder wo diese Finanzspritze rauskommt, existiert erst seitdem er diese Firma verlassen hat, also seit Dezember letzten Jahres. Mal gucken. Wird sicherlich spannend sein für einige Leute, die da ein bisschen tiefer in diesem ganzen Finanzding mit drin sind. Mir reicht diese Info erstmal so und ich warte mal ab, ob da noch weitere News draus entstehen über das kommende Jahr. Spiele, auf die man sich freuen kann von Saber Interactive, sind zum Beispiel Warhammer 40k Space Marine 2, ein John Carpenter-Spiel, von dem ich vorher noch nie gehört habe, aber was jetzt auf meinem Radar ist, kommt raus, John Carpenters Toxic Commando und Jurassic Park Survival. Alle drei Spiele, die ich jetzt nicht zwingend als oberen AAA-Anteil sehen würde, aber alles vielversprechende Spiele irgendwie. Gerade Space Marine 2 ist Nachfolger von einem Kultspiel aus der 360-Generation, auf das einige Leute wirklich gespannt warten und das sehr cool aussieht. Jo, weiter geht's zu einem weiteren neu gegründeten Studio. Wie gesagt, endlich mal ein paar andere News in der Hinsicht. Und zwar der Star Wars Jedi Director Stig Asmussen hat jetzt sein eigenes Studio Giant Skull an den Markt gebracht. Und die machen auch AAA Singleplayer-Spiele. Das heißt, der hat sich zurückgezogen und macht jetzt sein eigenes Ding, macht aber prinzipiell genau das, was er vorher auch gemacht hat, nur auf eigene Faust. Man darf gespannt sein, wie es da weiterläuft. Seine Ansicht ist hier, dass er für AAA-Spiele nicht davon ausgeht, dass er mehrere hundert Mann benötigt, sondern dass er das, was am AAA-Markt abgeht, auch mit 100 Leuten abbilden kann. Ob das klappt, man darf gespannt sein. Erfahrung bringt er ja mit. Ob das Ganze funktionieren wird, keine Ahnung, aber ich bin gespannt. Also ich freue mich über jedes AAA-Studio, was es irgendwie schafft, sich zu etablieren und dann erfolgreiche Spiele an den Markt bringt. Wenn ich mich nicht verlesen habe, gehört zu den Investoren witzigerweise EA. Naja, die investieren also weiter in diesen Typen. Dann sind die PlayStation 5 Pro Specs geleakt. Auch ganz interessant als Blick über den Tellerrand. Und zwar kann man hier zusammengefasst sagen, die soll 45% schneller als die PS5 rendern. 2 bis 3 Mal bessere Raytracing-Möglichkeiten, denn das ist eine Sache, die bei der PS5 und auch bei der Xbox Series X mit der AMD-Hardware, die momentan drin verbaut ist, nicht besonders gut ausgestattet ist. 2 bis 3 Mal besser ist krass, das dürfte eine Menge an Performance rausholen und bessere Effekte ermöglichen. Insgesamt 33,5 Teraflops. PSSR soll mit drin sein. PSSR ist jetzt mittlerweile mehr oder weniger bestätigt als die Sony-Alternative zu FSR 2 und DLSS. Das heißt, das ist eine Rekonstruktionstechnik, die dafür sorgt, dass man mit einer eigentlich viel niedrigeren Auflösung sowas wie 4K hinbekommt und das dabei auch noch richtig nice aussieht. Ich bin immer gespannt, wenn sowas angekündigt wird, ob die Versprechen halten kann. Und zum Beispiel, Sony bringt mittlerweile genug Titel auch auf dem PC, kommt die Technik auch dafür raus. Denn sowas wie DLSS ist mehr oder weniger bei einigen Spielen, in denen es zum Einsatz kommt, schon magisch irgendwie. Man spart eine Menge Leistung, eine Menge unter der Motorhaube und kriegt trotzdem ein fantastisches Bild geliefert. Die Frage ist, ob das mit PSSR ebenfalls so gut funktionieren kann. PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling heißt das Ganze ausgesprochen. Bin gespannt, bin auf das erste Video gespannt, das dann hoffentlich bei Digital Foundry demnächst ansteht, in dem das Ganze vorgestellt wird. Dann gibt es ein
AI-Beschleuniger. Was genau das in der Praxis bedeutet, kann ich euch nicht genau sagen. Ich vermute mal, dass es ähnlich sein wird, wie bei Nvidia-Karten auch KI-Cores mit drin sind, die CUDA-Cores, die in der Lage sind, zum Beispiel DLSS hardware-technisch zu unterstützen und damit das Ganze halt so magisch machen, wie gerade beschrieben. So, was kann man am Ende sagen? Spiele wie zum Beispiel Dragon's Dogma 2, die CPU-limitiert sind, werden auf der PS5 Pro nicht so viel besser laufen. Aber man darf gespannt sein, denn die Generation ist jetzt ja gerade schon irgendwie an einem Punkt, wo Spiele rauskommen, die nicht immer perfekt optimiert sind. Und hoffentlich bedeutet das, dass Konsolenspieler auch weiterhin in der Lage sein werden, zumindest 60 FPS-Spiele zu bekommen, auch wenn wir komplett in den Next-Gen-Bereich rüberwechseln und mehr Unreal Engine 5-Spiele bekommen. Würde ich mir zumindest für die Consoleros unter euch wünschen, denn ja, auch am PC ist es gerade nicht unbedingt einfach, immer eine vernünftige Leistung aus dem Spiel rauszukitzeln. Siehe Dragon's Dogma 2, das auch auf einer 4090 mit der besten CPU am Markt auch unter 60 FPS fällt in der Stadt bei 4K. Sollte nicht passieren, aber so sieht der Markt halt gerade aus. Dann zur mir persönlich spannendsten News diese Woche. Das Steam Family Feature bei Steam wurde überarbeitet. Die Steam-Familie hat sich quasi neu geschaffen. Vielleicht kennen das einige von euch und haben das in der Vergangenheit schon benutzt. Das war immer super hakelig, das war friemelig, da irgendwie die Familie zusammenzustellen. Man musste darauf achten, wie viele Geräte man freigegeben hat, musste das manuell machen und sich dann immer umständlich bei jemandem anmelden und abmelden. Und die beste Nachricht an dem ganzen Ding hier, das ist jetzt einfach eine Einladung, die nimmt man an, fertig. Da muss man nicht großartig mit den Accounts hin und her switchen, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Finde ich schon mal richtig nice. Aber das ist nicht das Einzige. Es sind ganz viele Neuerungen mit da reingeflossen. Zum Beispiel werden die Spiele von anderen Leuten in der Steam-Familie jetzt nicht mehr komplett in einem eigenen Reiter angezeigt, sondern sind einfach in euren Spielen mit drin. Und werden dann schön als dieses Spiel gehört jemandem in deiner Steam-Familie mit angezeigt. Super nice. Die zweite Riesenneuerung ist, dass nicht mehr nur eine Person spielen kann. Das gilt immer noch für das Spiel, wenn zum Beispiel ich Baldur's Gate 3 besitze und meine Freundin möchte das Spiel ebenfalls spielen, dann können wir das nicht gleichzeitig spielen, solange nur eine Lizenz in der Steam-Familie ist. Aber was funktioniert, wenn ich Helldivers 2 zocke, kann meine Freundin aus meiner Bibliothek ein beliebiges Spiel anfangen und zocken, was super nice ist. Und wenn die Familie ein bisschen größer ausfällt, also bis zu 6 Leute gehen gerade, zum Beispiel bei 4 Leuten, und da sind 2 bis 3 Helldiver-Lizenzen mit drin, dann kann eine beliebige Konstellation von Leuten in dieser Steam-Familie zocken, ohne dass man diesen, hey, deine Kopie wird gerade benutzt, du wirst jetzt rausgekegelt, Hinweis bekommt. Das heißt, auch 2 Leute, die beide nicht Helldivers 2 besitzen, können das Spiel spielen, solange sie Teil der Steam-Familie sind. Richtig nice. Dazu kommt, dass man spezielle Spiele, die ihr vielleicht nicht unbedingt in der Steam-Familie freigegeben haben wollt, keine Ahnung, bei Steam gibt es ja einige anrüchige Spiele, die könnt ihr ausblenden, wenn ihr das machen wollt. Es gibt Kinder-Accounts, was auch super nice ist. Wir scrollen gerade mal dahin. Es gibt zum einen eine Kindersicherung, die sagt, Spiele für ein bestimmtes Alter werden nur angezeigt und freigegeben. Und ihr könnt sogar nachgucken für verschiedene Kinder in eurer Steam-Familie, was die gerade gezockt haben, wie lange die gezockt haben und so. Richtig, richtig gut. Das wurde, so wie es aussieht, echt zu Ende gedacht. Und gerade auch mit der Hardware zu Ende gedacht, auch wenn das Ganze jetzt auf dem Steam Deck noch nicht perfekt funktioniert, ist das gerade für Steam Deck natürlich ideal. Jemand, der auf dem Steam Deck gerade auf der Couch was zockt, jemand anders kann am PC was zocken. Richtig nice. Kinder können auch Kaufwünsche äußern, finde ich auch richtig gut. Wenn dem Kind ein Spiel gefällt und es gerne kaufen möchte, kann er einen Kaufwunsch an die Eltern schicken und dann wird das über die Zahlungsmethode der Eltern abgewickelt. Super nice, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Richtig gute Weiterentwicklung des Ganzen. Man muss dafür in die Steam Family Beta eintreten und ja, danach quasi kann man das Ganze nutzen. Ich habe es ein bisschen schon ausprobiert und finde es mega nice, auch wenn man jetzt das Ganze mit Freunden nutzt zum Beispiel, bedeutet das am Ende,
dass man bestimmte Spiele, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der eine komplett andere Spielzeit hat als ich. Das heißt, wenn der zockt, zocke ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Das heißt, man kann zum Beispiel auch einfach Singleplayer-Spiele sehr gut teilen und hat dann weniger Kosten, die auf einen zukommen. Super nice. Ob da jetzt auch sowas kommt wie bei Netflix oder bei Disney Plus, dass Steam anfängt, das nur auf einen Haushalt zu limitieren und wenn die IP abweicht, das Ganze sperrt, keine Ahnung. Sie reden zumindest hier davon, dass das ganze Feature dafür gedacht ist, für Personen, die im selben Haushalt leben. Theoretisch kann meine Familie aber ja natürlich auch außerhalb meines Haushalts irgendwie leben. Von daher mal abwarten, wie das enforced wird. In der Vergangenheit war es nicht so, aber es kann durchaus ja sein, dass irgendwelche größeren Publisher das Ganze kritisch sehen. Ich finde das Feature mega nice. Ich hoffe, es wird gut angenommen und freue mich darauf, dass das jetzt einfacher ist und dass meine Freundin zum Beispiel einfach auch Zugriff auf meinen Riesenkatalog hat. Nice. So. Dann auch kurz über den Teich. PlayStation VR 2, das Headset, die Produktion wurde gerade eingestellt, weil die Lagerhäuser voll sind. Das Ganze scheint sich nicht besonders gut zu verkaufen. Ist natürlich auch schwer anzupreisen. Sony selber entwickelt gerade überhaupt keine PlayStation VR-Spiele mehr. Ist mehr oder weniger eine Tragödie, denn die Hardware an sich ist echt gut. Aber natürlich auch teuer. Das Ganze kostet 550 Euro. Dazu muss man sich die Spiele noch kaufen. Die PlayStation VR 1 Spielebibliothek ist nicht mit rüber gekommen. Da müssen Spiele nachträglich nochmal freigeschaltet werden, damit das überhaupt funktioniert. Das ist alles schon nicht ideal. Gerüchteweise soll das Ganze dieses Jahr auch für den PC freigeschossen werden. Fände ich cool. Wie gesagt, es ist ein qualitativ hochwertiges Stück Hardware. Auch wenn es für den PC mit der Quest zum Beispiel ja einige günstigere Modelle gibt, die auch sehr gut funktionieren. Ist sicherlich eher im Premium-Segment anzusiedeln, aber ich bin gespannt darauf, ob zum Beispiel sowas wie Half-Life Alyx gut mit PSVR 2 funktionieren wird. Bleibt abzuwarten. Insgesamt ist es ja eigentlich ein cooles Stück Hardware. So, dann findet gerade die Game Developers Conference statt. Die ist von daher spannend, weil da super viele Blicke hinter die Kulissen möglich sind. Ganz viele Entwickler erzählen zum Beispiel, wie die Spieleentwicklung bei denen gelaufen ist und was sie für Lektionen daraus gelernt haben. Sehr wertvoll für eine ganze Menge an Entwicklern. Zum Beispiel gab es einen Talk zu Starfield, wo darauf eingegangen wird, wie die Questentwicklung gegen Ende aus dem Ruder gelaufen ist, dass die Zeit weggerannt ist und wie man damit umgegangen ist und reagiert hat. Das soll kein Diss gegen Starfield sein, sondern vielmehr finde ich es krass, dass auch bei solchen großen Spielen offen damit umgegangen wird. Hey, diese Probleme hatten wir, so haben wir sie gelöst. Vielleicht könnt ihr das Ganze direkt anders planen, damit ihr nicht in dasselbe Problem lauft. Oder ihr könnt möglicherweise auch aus unserer Lösung hier lernen. Finde ich super spannend. Auf der anderen Seite wurden auch Spiele gewotet von Entwicklern, was das beste Spiel des Jahres war. Das beste technische Spiel des Jahres zum Beispiel. Bestes Spiel hat Baldur's Gate 3 bekommen. Bestes technisches Spiel hat Zelda bekommen. Auch da gibt es einen Talk, auf den warte ich schon. Es gibt bislang nur einen kleinen Artikel von IGN, der zeigt, wie die Zelda-Entwickler darauf eingegangen sind. Nach Breath of the Wild gab es auch schon Game Developers Conference Talk und der war der Hammer, wie die gezeigt haben mit Material aus Beta-Versionen und so, wie das Spiel entwickelt wurde. Faszinierend. Und da bin ich gerade bei Tears of the Kingdom, was ja nochmal ein ganz anderer Maßstab ist, was die Technik angeht, sehr gespannt und kann es da kaum abwarten. Einige andere News, die da rausgekommen sind, zum Beispiel ein Trailer für Black Panther und Captain America. Jetzt mittlerweile heißt das Spiel 1943, Rise of Hydra. Auch da kann man gespannt sein, wie es, wenn es rauskommt. Das Ganze soll In-Game-Material sein oder zumindest In-Engine-Material und sieht aber witzig gut aus. Mit dabei ist Amy Henning. Ich hoffe, ich habe den Namen gerade richtig ausgesprochen. Die hat schon bei einigen richtig guten Spielproduktionen mitgewirkt, die alle sehr storylastig waren. Die ist unter anderem für Uncharted verantwortlich oder auch für die Legacy of Kain-Reihe. Die hatte in der Vergangenheit, also in den letzten 10 Jahren, glaube ich, echt Probleme, Spiele an den Markt zu bringen. Da ist auch ein gecanceltes Star-Wars-Spiel mit drin gewesen und so. Jetzt scheint es aber wieder zu klappen. Und das Spiel sieht richtig vielversprechend aus. Ich habe gerade nicht besonders viel Bock auf Marvel,
Aber das hier sieht echt gut aus. Ich bin gespannt, wie das Gameplay sein wird, aber ich mache mir bei der Story und der Technik gar keine Sorgen mehr. Genau. Auch bekannt gegeben wurde was von Ubisoft. Die experimentieren gerade mit KI-gestützten NPCs und haben verschiedene Szenarien gezeigt, in denen zum Beispiel ein NPC versucht, mit euch eine Verbindung aufzubauen und anstatt eine vordefinierte Antwort auszuwählen, sprecht ihr mit dem NPC und er reagiert entsprechend. Gerade bei VR-Spielen kann ich mir vorstellen, dass das richtig krass sein wird, wenn die Welt so viel immersiver wirkt, wenn zum Beispiel ein Charakter eine passende Antwort zu eurer Frage liefert und nicht eine vordefinierte Standardantwort. Bei vielen anderen Spielen weiß ich nicht, ob das für mich so wirklich brauchbar sein wird. Zumindest nicht, wenn Ubisoft da dran sitzt. Denn ich freue mich immer darüber, wenn Charaktere und NPCs in Welten richtig gut geschrieben werden und ich mich darauf einlassen kann und die eine ganze Arc haben, die verfolgt wird und so. Gerade bei Baldur's Gate 2 oder bei Rollenspielen finde ich das immer stark, wenn gut geschriebene kleine Charaktere irgendwie mit aufkommen. Und ich glaube nicht, dass die KI momentan schon weit genug ist, um sowas gut geschrieben zu liefern und im Rahmen der abgesteckten Grenzen da irgendwie eine coole und denkwürdigen Charakter darzustellen. Bleibt abzuwarten. Kann auch sein, dass ich mich hier gerade voll in den Sand setze, was meine Meinung angeht. Aber grundsätzlich, weiß ich nicht genau. Ich hoffe, da wird was Cooles rauskommen. Aber so richtig vertraue ich Ubisoft da nicht an der Stelle. Die suchen oft immer die schnellste und beste Abkürzung, aber nicht unbedingt das beste Spielerlebnis. Für die Multiplayer-Spieler von euch, Sea of Stars ist letztes Jahr rausgekommen und ist sehr Secret of Mana-like. Es bekommt jetzt noch ein weiteres Secret of Mana-Feature, denn Multiplayer ist mit am Start und wird jetzt per Patch nachgeliefert. Insgesamt haben es, glaube ich, über 5 Millionen Spieler mittlerweile gespielt, was für so ein kleines Indie-Spiel natürlich eine Mega-Messlatte ist, auch wenn das Spiel im Game Pass war. Hat eine Menge Spieler erreicht, Multiplayer wird hoffentlich cool. Ich bin gespannt, ob das vielleicht dafür sorgt, dass ich mir das Spiel dann doch endlich mal auch live angucke. Dann kommen wir zu den Gratis-Spielen diese Woche. Bei Epic gibt es gerade ein Fishing-Spiel, und zwar Call of the Wild The Angler. Die Call of the Wild-Serie hat mittlerweile eine Menge Teile, ist überhaupt nicht für mich, aber soweit ich das einschätzen kann, sind das alles relativ hochwertige Spiele für das, was es ist. Und wer hier Bock hat, in der kanadischen Landschaft eine Runde angeln zu gehen, ist mit dem Spiel bestimmt gut dran. Letzte Woche, zum Zeitpunkt des Videos jetzt gerade verpasst, hatte Epic ein Deus Ex-Spiel, Mankind Divided, mit dem Angebot. Ist jetzt gerade an den beiden News-Videos vorbeigeschrittert. Wer es sich von euch geholt hat, ist aber auf jeden Fall auch einen Blick wert. Ist ein sehr cooles Spiel geworden. Dann gibt es bei Prime auch nicht die Riesenspiele gerade. Fallout 2 für diejenigen, die nochmal einen richtigen Rollenspiel-Klassiker aus den 90ern erleben möchten. Atomic Eve, ein Spiel zur Invincible-Serie, was zumindest, glaube ich, durchschnittlich geworden ist, also nicht komplett schlecht ist. Und nochmal ein Atari-Klassiker mit Gravitar Recharged. Zu dem Scarf-Spiel hier kann ich euch gar nichts erzählen, aber es sieht zumindest sehr sympathisch aus. Hat einen coolen Stil und scheint so ein bisschen in Richtung 3D-Plattformer zu gehen. Auch das kann man sich sicherlich mal angucken. Spezifiziert wird es hier als Jump'n'Run, Rollenspiel und Strategiespiel. Wenn das jemand von euch angezockt hat und da mal ein paar Sätze zu berichten kann, ich bin gespannt. Also würde mich tatsächlich interessieren, weil an und für sich mache ich all diese Genres, aber ich habe keine Ahnung, wie die sich miteinander kombinieren lassen. In den Kommentaren, im Discord, sagt mal Bescheid. Vielleicht muss ich da auch mal reingucken. Bei Steam oder ich glaube sogar in allen Storefronts gibt es gerade noch Sims DLC gratis. Und zwar die Sims 4 Gartenspaß-Accessoires. Ist jetzt alles auch nicht unbedingt. Also ich habe Sims immer noch nicht ausprobiert. Hat aber, glaube ich, Controller-Steuerung. Also Sims 4 nicht. Sims habe ich natürlich mal gespielt. Und wird, glaube ich, auch soweit gut unterstützt. Ist vielleicht tatsächlich auch jetzt, wo das Free-to-Play ist, mal ein Grund, das auf dem Steam Deck anzugucken. Wer von euch Bock auf mehr Sims hat, findet hier nochmal ein paar Gratis-Add-ons.
Und die letzte Nachricht heute ist, dass auf der Game Developers Conference auch angekündigt wurde, dass FSR in die nächste Runde geht. Und zwar jetzt 3.1. Insgesamt wurde die Technik weiterentwickelt. Das heißt, es soll weniger Ghosting geben. Das Rumgezitter im Hintergrund soll deutlich reduziert worden zu sein. Und gleichzeitig wurde die Frame-Gen-Technik ausgekoppelt von der Hochskalierungstechnik. Das bedeutet, dass man theoretisch jetzt auch mit DLSS die Frame-Gen-Technik von FSR benutzen kann. Was cool ist, weil nicht alle Spiele DLSS 3 unterstützen, aber die Frame-Gen-Geschichte von FSR theoretisch trotzdem mit reingepatcht werden kann. Die kann spielagnostisch funktionieren. Hier sind ein paar Spiele, die das Ganze unterstützen. Cyberpunk ist mit drin, Dragon's Dogma, Dying Light, EVE Online und so weiter. Da sind einige coole Sachen mit dabei. Space Marine 2 wird das Ganze unterstützen. Und hier könnt ihr euch mal den Vergleich ansehen. Das hier ist die FSR 2.2 Kiste. Also man sieht hier ganz, ganz viel Motion-Artefakte. Und auch hier im Hintergrund zittert das Ganze deutlich. Und das hier ist FSR 3.1. Also ihr seht im Direktvergleich, auch wenn das hier nicht perfekt ist, viel, viel besser. Das Ganze wirkt viel runder. Und auch hier, wenn man sich hier die Reling anguckt, ich weiß nicht ganz genau, ob das im YouTube-Video so gut deutlich wird, aber so diese ganzen Zittereien in diesem Bild sind deutlich, deutlich reduziert. Also richtig cool, dass AMD weiter an der Technik arbeitet und an der Technik feilt, denn gerade am Steam Deck brauchen wir das, denn DLSS läuft hier nicht und FSR 1, was ja der Standard ist auf dem Steam Deck, sieht halt oft echt schlecht aus. Ja, ich freue mich drüber. Ich hoffe, das wird in vielen Spielen zum Einsatz kommen und hoffentlich auch in vielen alten Spielen noch nachgepatcht, wo FSR sowieso schon drin ist. Ja, gut. Soweit war es das von mir für heute. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.